Recht herzlich willkommen zur 231. Folge von Towns. Ja, Michael Friedrich hat er geschrieben mit dem Wasserrad, was wir da für ein Problem haben. Müsste mal gucken. Er meinte, könnte man vielleicht direkt an der, oder muss man vielleicht direkt an der Geländestufe stellen, damit das Wasser ist. Das können wir ja mal ganz einfach testen. Und zwar nehmen wir das Wasserrad und stellen das mal hier hin, weil da ist ja direkt die Geländestufe. Und da gibt's noch AdFlute und sowas, hat er geschrieben. Destroy, add, remove flutes, add petrol point, till grass, unlock, destroy, flute elevator. Unlock, till grass, add petrol point. Also, da ist das Wasserrad. Add, remove flute. Da kann man Wasser und zu. Das ist aber definitiv auf diesem Feld genauso. Ne? Das ist kein Unterschied. Also, gute Frage, nächste Frage. Add Pressure Point, also es ist wirklich nichts hier einzustellen in dem Sinne. Ne? Nur das, was wir gerade gemacht haben. Mason Bench, so use to bring water to the mountains, flute elevator. Ja, das ist halt das, was man damit machen kann. So, Geländestufe direkt davor wäre da. Testen wir gerade. Da oben wird gerade das Wasser auch gemacht. Können das ja mal hier runter gehen, obwohl dann bringt uns das auch nicht viel. Hier hinter haben wir das jetzt dahinter gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn ich ein tiefer gehe, ne? Zwei tiefer gehe, habe ich schon ein Loch in der Decke, oder wie ist das? Wo habe ich kein Loch in der Decke? Wenn hier... Okay, das ist tatsächlich hier... Wo kann man das mal ausprobieren, was ich vorhabe? Hier kann man das ausprobieren, ne? Wir machen mal hier ein Loch. Genau. Und dann können wir dahinter nochmal gerade das mit dem Wasser machen. War das Deko? Das war Deko, ne? Hier war das. Und dann machen wir hier mal. Ah. Das geht jetzt hier nicht, oder was? Wieso kann ich denn das da nicht hinbauen? Also da ist jetzt ein Loch, ne? Also dieses Ding, not enough to indicate, must be near water, ja? So, jetzt nochmal, Shift-Taste ist da, ja. Interessanterweise kann ich das jetzt hier auch nicht... Wieso kann ich das nicht machen? Muss ich da... Ach so, wahrscheinlich jetzt hier geht's, ne? So, jetzt haben wir die Bahn da gebaut oder bauen die Bahn da. Wir haben da ein Loch gemacht. Das Loch ist schon funktionstüchtig, in Anführungsstrichen. Wir gehen zurück und in die Werkzeuge wieder rein und holen das Wasserrad raus. Und bauen das mal dahin, ne? Weil ich glaube, das ist da. Gucken, ob sie was machen, weiß ich nicht. Da ist noch nichts passiert. Da ist jetzt das Wasserrad, die dann auch falsch rumdrehen. Ja, ist so. Wasserräder funktionieren, bringen aber nicht so viel. Hier hinter wäre jetzt noch das zu machen. Falls das wie das mit dem Etage höher wäre. Oh, hier sind sie fix gewesen jetzt.
Okay. Das sieht gut aus, oder? Dann warte mal, da habe ich noch die Idee, dass wir dahinter ein Wasserrad bauen. Da, dort und dort. Okay, da wird jetzt ein Erdklumpen gemacht, der jetzt dahin gemacht wird oder gebracht wird. Und dann gucken wir mal, der fördert das Wasser aber nicht da hoch. Wo soll das auch herholen, ne? Ja. Sehr interessante Sache hier. Angelsteg und ja, jetzt kommt ein Händler, den lassen wir erstmal laufen weiter. Also hier hat sich nichts getan. Da auch nicht. Used to bring water to the mountains. Also das hier können wir schon abreißen. Ja, kann man meinen machen, dann ist der ja weg. Ja, jetzt wäre schön, wenn hier einer noch was baut. Hier fehlt nicht mehr viel, dann ist das fertig. Haben wir irgendwas anderes, was noch Wasser fördert? Glaub nicht, ne? Die Decoration haben wir, der Rest ist glaub nix damit. Hier haben wir das Wasserrad halt. Und sonst nix. Wände. Dekorative Wände da. Raw Brick Arc. Ja, brauchen wir nicht. Jetzt ist der Händler da. The current has not arrived yet. Dann war was anderes. Haben wir irgendwo noch einen Angriff? Den gucken wir mal gerade. Okay, das sind ein paar mehr. Da sind aber auch schon gleich Leute von uns neben, wie wir sehen. Okay, da kommen noch ein paar zu. Aber ich glaube, die haben gerade schlechte Karten, die hier sind. 47 Leute. Und jetzt ist wahrscheinlich der Händler gerade da. Dem ist so. Der möchte diese Sachen haben. Aber wir wollen nichts haben, glaube ich. Weil der nur Holz hat. Ja, wäre nur... Ja, solche Sachen hier interessant, aber pff, machen wir so, ne? Weiter geht's. Einer ist gestorben. Natürlich ein bisschen viele auf einmal hier, ne? Zwei sind gestorben. Drei sind gestorben. Vierer. 5. Fünf Leute sind gestorben. Naja, das passiert dann schon mal. Nie so dolle, aber ist so. Hier geht nirgendwo was. Das Wasserrad ist da, hat aber auch nichts gebracht. Also Unlock. Dann kann das da vielleicht hingebracht werden, wenn es denn da hingebracht wird. Okay, dann haben wir das da. Dann würde ich jetzt aber auch noch sagen, machen wir das, den Test dahinter. Achso, da ist noch nichts. Dann machen wir das mit dem. Da kommt auch einer. Das ist soweit so gut. Das Wasserrad hat keiner genommen. Dann machen wir Dick. Obwohl, da ist vielleicht jetzt schlecht mit Dick, weil da drunter könnte dann Wasser, lass es. Schnell entfernen. Zu spät.
Aber es könnte sein, dass das da noch nicht das Problem geworden ist. Checken wir mal gerade, ob wir das Wasserrad da hinkriegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt geklappt hat oder nicht. Das Wasserrad da. Destroy Flint. Und dann da reingesetzt. In der Hoffnung, dass es einer macht. So, das können wir auch anloggen. Das Wasserrad ist jetzt da drin. Das sieht ja schon mal gut aus. Und da unten können wir noch die Rinne da oben hinbauen. Deko war's. Dekoration bitte. Muss ich nochmal auswählen oder was? So. Der ist da, könnte weggeholt werden, wird es aber wahrscheinlich nicht. Die Wasserräder da, naja. Müssen wir mal schauen, was hier geht oder nicht geht, ne? Da baut einer das da drauf, das ist runtergefallen, okay. Weil da drunter nichts war, ist auch klar. Und der ist richtig gemacht worden. So, wenn das da weg ist, dann... Komm, machen wir das mal so. Passiert irgendwo was? Nicht wirklich. Das muss dann noch weg. Okay, das hat geklappt. Deko. Dann können wir den da oben drauf bauen. Er läuft hier mit dem Stein und lässt ihn hier irgendwo fallen und geht dann essen, oder wie war das? Ne, er schafft es da reinzutragen tatsächlich. Und sie holt einen weg, oder was? Okay. Ja, wenn mal einer das Wasserrad da wegholen würde, ne? Ah, hat geklappt. So, und jetzt machen wir Probe auf Exempel. Dick. Und dann schauen wir mal, was das Wasserrad macht oder nicht macht. Hier. Wenn man so guckt, sieht man ja, dass es oben rausguckt. Also eigentlich müsste es das hochfördern können. So, jetzt machen wir Dick und Wasser kommt. Wasser kommt hier hoch. Wasserrad ist kaputt. Hat gut funktioniert, oder? Oder fördert das noch? Ich glaube, das war es jetzt nicht wirklich, oder? Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja, am Ende ist dann die Karte überflutet wahrscheinlich. Kann man das da reinstellen oder was? Nee, ne? Ja, ich weiß es nicht. Es ist... Auf jeden Fall fördert das Wasserrad, das sieht man. Sonst würde das ja hier nicht passieren, ne? Nur, wie bändigst du das? Ich glaube, wir bändigen das mal sicherheitshalber komplett erstmal hier. Tja,
Okay, das Wasser, ja, doch, jetzt sieht man hier, glaube, dass es auch über dem Wasserrad fördert. Es fördert tatsächlich Wasser. Aber hier nicht. Ja. Das passt. Das ist okay. Wird überall was gebaut, das ist auch gut so. Das Wasser wird eingedämmt. Nochmal. So, wir sind auf der falschen Höhe, deswegen geht das wahrscheinlich nicht, oder was? So. Ja. Wieso da ein Wasserrad jetzt ist, weiß ich auch nicht genau. Also irgendwas hat es da auf sich mit dem, was wir gerade machen. Das ist schon mal klar. Ich glaube, wir müssen erst hier was bauen. Damit nichts passiert, auf Deutsch gesagt. Ne? Also das hier können wir ja weiter fortführen, indem wir hier diese zwei Seiten mal so zumachen. Und dann fördert das Wasser. Ich weiß nur nicht, ob das da reinfließt dann immer. Machen wir weiter so. Ich mach's lieber so, bevor ich nachher das Problem habe, dass nicht funktioniert. Lass die das mal so zubauen. Und dann wissen wir ja, was mit dem Wasser funktioniert oder nicht. Wenn wir dann soweit sind. Es ist spannend. Man muss das gucken, wie man es eindämmt. Aber wir haben es bald. Okay, jetzt ist da. Okay. Da war jetzt gerade aber Wasser, deswegen ging das nicht. Und hier haben wir jetzt die Schwierigkeit,
dass das auch nicht funktioniert. Die sind aber sehr gut hierbei zugange. Unlock geht nicht, kannst du nur meinen, ne? Mach das mal weg, das brauchen wir hier alles nicht. Das ist schon unlocked. Okay. Okay, das Wasser ist bis dahin gelaufen, ne? So ist nicht. Jetzt wird hier was gefördert, so ist auch nicht. Kriegen wir schon noch hin. Glaube ich. Mein. Ja, weiß ich jetzt nicht, was wir da machen. Ja, Unlock geht nicht, ne? Aber wir haben das Wasser hier erstmal wieder eingegrenzt. Unlock den Flut Elevator. Und ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass er hier irgendwo ist, aber. Machen wir den Unlock da. Da ist ein Filled Pond und da. Ah, siehst du, da ist unser Wasserrad. Den machen wir mal so. Und dann könnte es ja sein, dass es auch wegtrocknet wieder, ne? Dann kriegen wir das Wasser gebändigt, oder? Vielleicht hätten wir Destroy machen sollen. Aber jetzt zu spät. Okay, da. Vielleicht müssen wir da noch einen mehr bauen. Würde ich jetzt mal vorsichtshalber so machen. Niemand weiß hier genaues. Ja, aber wie wir das weitermachen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn ihr abonniert habt, dann ist das super. Wenn ihr der Folge ein positives Ereignis geben wollt, dann gebt einen Daumen hoch. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.